Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag und ich hoffe, ihr seid gesund. Ja, denn in der aktuellen Zeit weiß man ja nie so genau. Auf jeden Fall gibt es ein Update zur Garage 8 Flotte, wenn man so möchte. Und zwar hat unser guter Basti ein Auto bekommen. Es ist ihm quasi zugelaufen. Was es ist und wieso und weshalb, bitteschön. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Sie befinden sich an Bord des CRV, der Garage 8 Crew. Das klingt so abgehoben. Ja, erstmal als kleines Update für euch. Der CRV hat TÜV bekommen. Natürlich hat er TÜV bekommen. Hallo bei unserer exquisiten handwerklichen. Das war meine Spur. Bei unserer exquisiten handwerklichen Ausführung. Natürlich war es ja wohl keine Frage, dass der Wagen wieder TÜV bekommt. Die Radkästen sind sauber durchgegangen. Also die Haftstahl- und Glasfasermattenmethode astrein funktioniert. Man sieht es immer noch nicht, es gammelt auch nicht. Also es ist alles stabil und fest und wunderbar. Noch was? Richtig, die Felgen sind eingetragen, beziehungsweise die Räder. Das heißt, die Radkastenabdeckung, die wir angebracht haben, hat auch ihren Sinn und Zweck wunderbar erfüllt, auch ohne weitere Probleme beim TÜV. Er hat das so abgenickt. Und somit sind wir ziemlich legal wieder unterwegs. Wir haben das Auto können höher gelegt. Das ist auch mittlerweile passiert. Also der CRV liegt jetzt höher und zwar vorne 4,5 cm und hinten knappe 6. Macht im Gesamtpaket ziemlich viel, weil das durch die Achsgeometrie schiebt sich alles ein bisschen dann beim Höherlegen. Und dann, was ist denn deine Mission? Fahr doch, Herrgott. Auch wenn man vorne weniger Höherlegung einbaut als hinten, steht das Fahrzeug dann relativ gleich hoch vorne und hinten durch die Achsgeometrie. Es ist sehr angenehm. Fahrverhalten ist absolut top. Hätte ich nicht gedacht, also ich habe mit mehr Problemen gerechnet. Wir haben natürlich Achsspur alles einstellen lassen, hatten wir auch schon gesagt, nachdem wir die Achslager gemacht haben, muss gemacht werden. Ist passiert, alles. Dazu noch Traggelenke gewechselt, den unteren Querlenker haben wir noch gewechselt auf der rechten Seite, beziehungsweise wechseln lassen. Und ja, die Bude läuft. Wunderbar. Ganz wunderbar. Weswegen ich euch hier gerade zutexte, hat folgenden Hintergrund. Und zwar zeige ich euch gleich ein kleines Auto. Ein hübsches kleines Auto. Ganz niedliches kleines Auto. Das ist so klein. Glaubt ihr gar nicht. Ja, ihr kennt den Fiat. Ihr habt den bestimmt noch, den Fiat natürlich bestimmt. Natürlich, ich gucke alle Videos, die Garage 8 so uploadet. Hochladet, postet, Neudeutsch. Und natürlich kennt ihr den Fiat. Aber uns ist noch ein kleines Auto zugelaufen. Das ist so winzig. Das ist so klitzeklein. Ihr werdet so überrascht sein. So, wir sind gleich da. Gleich. Ich hoffe, ich schaff's noch. Meine Tankwarnlampe ist an. Tankstellen werden kategorisch ignoriert. Ich bin spät dran. Ja. Wir sind auf dem Weg, uns dieses Leckerchen anzugucken. Und was es genau ist, das seht ihr jetzt. So, Kinas, wir sind in der Halle angekommen. Und also nicht in meiner, wie ihr seht. Die Halle sieht hier ein bisschen anders aus. Das ist eine etwas andere Halle. Und warum genau wir hier sind, das zeige ich euch jetzt. Dieses kleine, nicht das da, das da, oh ja, das da, dieses kleine Ding hier. Die mittlere amerikanische Flugzeugträgerklasse. Ein 79er Lincoln Continental Mark V. 2,2 Tonnen Leergewicht, 6,6 Liter Hubraum, man gönnt sich ja sonst nichts. Und ich gebe euch mal ein kurzes Walkaround. Es ist groß, es ist staubig. Es bedarf einiger Reparaturen, aber das kriegen wir alles hin. Das Ding ist ziemlich lang. Und ziemlich schwer. Ich komme gar nicht so weit nach hinten, dass ich es ganz drauf kriege. Der Bock ist einfach nur riesengroß und blau und ledrig. Und schlecht ausgeleuchtet. Aber den fahren wir auch nochmal irgendwann raus. Den zeige ich euch auch nochmal bei Tageslicht. Wenn er wieder läuft. So, dann zeige ich euch noch den Motor. Jetzt noch nicht. Der ist noch ein bisschen Katastrophe kabeltechnisch. Die Karre hat nämlich einen leichten Kabelbrand gehabt. Aber auch das kriegen wir hin.
Ja, der gerät. Was damit noch passiert, seht ihr natürlich hier auf dem Kanal. Ich wollte es euch nur mal kurz anteasern quasi. Und ja, alles an Updates findet ihr natürlich hier. Es gibt natürlich demnächst auf jeden Fall Updates zu dem Auto. Es steht aktuell beim Mechaniker, da der ganze Kabelbaum nochmal gemacht werden muss. Es muss ein Anlasser verbaut werden, neuer, und noch so ein paar Kleinigkeiten. Und danach gibt es auf jeden Fall ein Update, wie das Ding fährt, wie es natürlich im Tageslicht aussieht. Wann das Ganze passieren wird, ist noch nicht ganz sicher. Da ja aufgrund der aktuellen Situation das Ganze mit den Einzelteilen, zumindest aus den USA, ein bisschen schwieriger wird. Aber ihr werdet da auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Aber ihr seht, es ist noch ein Auto dazugekommen, auf das ich mich sehr freue, wenn es fertig ist, Basti genauso. Und das euch hoffentlich dann auch sehr viel Freude bereiten wird, wenn es fertig wird oder fertig ist. Und dann gucken, was wir vielleicht daran noch machen oder eben vielleicht auch dran verändern, wo man dann vielleicht auch selber Hand anlegen kann. Denn das mit den ganzen Kabeln und sowas, das ist nichts, was wir jetzt unbedingt hätten machen wollen, ganz einfach, weil dort in dem Fahrzeug mal Sachen verbaut waren, die meines Erachtens, und ich glaube, Basti stimmt mir dazu, nicht da reingehören. Ich glaube, da drunter war auch eine große Audioanlage, also von daher ist da einiges passiert, und entsprechend war das klar, dass das Ganze irgendwie nochmal neu verkabelt werden muss. Und aber jetzt wisst ihr Bescheid. Ich habe das Video jetzt schon seit ein paar Tagen, also das von Basti, seit ein paar Tagen auf der Festplatte liegen gehabt. Und der Wagen, wie gesagt, steht schon beim Mechaniker. Bisschen länger. Also von daher seid gespannt. Ich bin es auch. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bleibt gesund. Ja. Ciao.